Camper Tobi, was er schon lange machen wollte, und zwar euch diesen wunderschönen Shop zeigen hier im Foyer vom Erwin-Hümer-Museum. Ihr seht da hinten auch den Tuning-Van von Hümer, der hat sich schon durch sämtliche Zeitschriften geblinkt. Und jetzt gehe ich mal durch und ihr findet hier alles über Caravaning, Wohnmobil, Kultur, ihr findet Weltkugeln. Und ich muss immer aufpassen, wenn ich mich so bewege, wenn ich rückwärts gehe, dass ich niemanden an... Ah, nein, Entschuldigung. Entschuldigung, es tut mir leid. Servus. Ja, wer bist du? Nein, du darf ich nicht sagen. Wer sind Sie? Ja, also ich bin also, eigentlich König Ludwig II. Ich bin jetzt leicht... In meinem echten Leben. Leicht überrascht. Puh, ich gehe jetzt mal aus Respekt noch einen Meter zurück. Das geht alles. Es passt, oder? Ja, ja. Der Hofknicks soll ich? Ach, man sieht man ja auch nicht, da, weil... Ja, Wahnsinn. Nein, ich bin ja heutiger ganz was anderem da. Herabgestiegen? Ja, nein, ich bin heutiger ganz was anderem ja. da, weil ich bin in meiner Funktion als Musiker heute hier. Richtig. Und heute spielen wir den Alpensperrmüll. Wir möchten also zeigen, wie der Musiker in den Alpen seinen Müll recycelt, indem er ihn dann kurzerhand zu Instrumente umbaut. Und das zeigen wir nachher richtig. Auf der Wiesn. Der Camper Tobi und der König Ludwig. Bin ich woanders erkennbar. Wahnsinn. Das ist ein anderes Leben dann. Aber das ist natürlich eine coole Geschichte. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich habe diesen jungen Mann als König Ludwig erkennbar vorhin wahrgenommen auf der Terrasse und in mir ging ein kurzes Ticken durch den Kopf. Ich habe gesagt, irgendwo kommt mir das Gesicht bekannt vor. Und ich muss gestehen, ich bin König Ludwig-Fan. Ich habe mir sämtliche Verfilmungen angeschaut. Ich habe den Helmut Berger mal kurz kennengelernt, aber nicht damals persönlich. Ja, er ist ja mittlerweile eine Legende, leider auch mit ein bisschen einem Ruf, der, naja, aber es ergibt sich manchmal als Promi, gell? Wie auch immer, schöne Grüße an Helmut Berger. Aber ich habe wirklich vor gut Eiterbichl auf einer Veranstaltung da. Da war er öfter die letzten Jahre und habe mal was gefilmt. War eine tolle Begegnung. Ja? Wann lernt man diese Leute kennen? Und ich meine, das ist ja halt einmal so. Es war ein Superstar. Einer der Stars weltweit. Und jetzt lerne ich den echten, in Anführungszeichen, kennen. Und ich fühle mich geehrt. Aber guckt euch das an. Ich blende euch noch ein, zwei Fotos ein. Die hat mir der König Ludwig schon auf mein Handy geschickt. Und jetzt geht es dann los mit dem Alpensperrmüll. Alpensperrmüll, viel Spaß. Eine geniale Vorstellung. Viel Spaß, König Ludwig. Mach's gut. Wer ihn buchen will, der meldet sich bei mir. Servus. Ciao. Nicht wegen der Provision, sondern wegen dem Kontakt. Ciao, ciao. Und vielen Dank. Bevor es losgeht, möchte ich meinen Kollegen vorstellen. Das ist der Veitel. Der Veitel ist Landwirt. Und zudem auch noch Trommler in der örtlichen Blaskapelle in Garmisch-Partenkirchen. Und genauso urig wie seine Rhythmen, die er so vollstreckt, sind auch die Instrumente, die er dafür verwendet. Und da sind wir schon beim ersten Instrument. Am Veitel sein Lieblingsinstrument. Der sogenannte Parodontose-Rechen. Und der Veitel braucht wirklich nur drei Dinge, um einen ordentlichen oberbayerischen Beat rauszuklopfen, nämlich den Rechen, in der Hand einen Kehrbesen und in der Lederhose eine Champagnerflasche. Da schwitzt der Veitel. Jetzt wisst ihr, warum der keinen Bauch hat. Aber wir haben ja nicht nur Rhythmusinstrumente dabei, wir haben ja in erster Linie umfunktionierte und umgebaute Melodieinstrumente dabei. Eins davon ist versteckt hier in unserem alten Dixie. Eine Schublatarre. Und diese Schublatarre, die begleitet jetzt dieses Instrument. Das ist eine alte Handluftpumpe. Ist auch sehr praktisch. Man muss an dieser Pumpe nichts verändern. Das ist auch für die handwerklich ungeschickten Kollegen sehr willkommen, weil man kann nur darauf spielen, indem man einen Daumen anfeuchtet und schon kann es losgehen. In unserem Fall mit der Schneeflockensinfonie in C-Dur. Ja, ist ein bisschen schwer zu stimmen, aber ich fange einfach mal an, da kennst du schon ein. Ja.
Also die anderen Sachen da, der Waschzuber und der Staubsauger und so, das sind ja typische Sachen vom Sperrmüll. Die hier haben wir nicht vom Sperrmüll. Da haben wir lieber ein bisschen was investiert. Stückpreis 1 Euro, Haushaltsauflösung. Gell? Und der Vorbesitzer hat uns garantiert, die Dinger waren im Toilettenbereich garantiert, definitiv nicht oft im Einsatz. Jetzt die moderne Konkurrenz zu den alten Gummisauger. Wer weiß, was das ist? Eine Ausgusspumpe. Ah, siehst du das? Das haben wir benannt. Jetzt haben wir eine Ausgusspumpe hergenommen und das ist wirklich eine echte Konkurrenz. Also auch klangmäßig zu den Gummisauger. Klingt sogar besser, muss ich sagen. Weil, wenn man das entsprechend behandelt, dieses Gerät verändert, dann hat man ein Musikinstrument, das einem anderen sehr ähnelt. Jetzt könnt ihr das Experiment gern machen. Verschließen Sie die Augen, versetzen Sie sich im Geist in eine Fußgängerzone und Sie würden glauben, vor Ihnen stünde ein peruanischer Panflötenspieler. Yeah.